Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Jawohl, wir sind hier gerade in einer Welt und ich bin im Creative-Modus und ich möchte euch heute zeigen, ja, was ich denn so früher in den alten Minecraft-Versionen so Schönes gebaut habe. Und heute möchte ich euch mal zeigen, was damals so bei mir mit auf der höchsten Stelle lag, auch von den Prioritäten, die ich bauen wollte, nämlich eine Mobfalle. Ich wollte damals immer schon eigentlich Mobfallen bauen, weil ich die einfach verdammt geil fand und es gibt da wirklich verschiedene und ich möchte euch heute in dem Video hier mal, das könnte auch eine Serie werden, das könnt ihr gerne entscheiden in den Kommentaren, ob das eine Serie werden soll oder nicht, ob ich denn nämlich öfters mal zeigen soll, was ich so früher mal gebaut habe. Und heute möchte ich euch halt mal ja diese klassische Mobfalle zeigen. Wahrscheinlich kennen die auch schon viele, aber mal schauen. Vielleicht kann ich auch dem einen oder anderen hier von euch helfen, der die noch nicht kannte. So, also Leute, erstmal, wir fangen direkt an. Wir bauen uns mal eben hier ganz schnell hoch auf eine etwas höher gelegene Stelle. Ich könnte das, ach komm, ich mache das auch anders. Ich habe hier gerade World Edit drauf, damit kann ich hier eh wunderbar arbeiten. Nämlich mache ich jetzt hier einfach, das habt ihr wahrscheinlich im Singleplayer nicht, aber ich mache mal eben hier Position 1. Ah, nur mit einem Slash natürlich. Hä? Habe ich kein OP oder was ist hier los? Nein. Was mache ich hier gerade falsch? Ach, in einem Wort, glaube ich. Oder wie war das? Warum klappt denn das nicht? Ah, so, okay. Und Position 2 und jetzt einfach mal hier Set 1. So, da haben wir hier schon mal einen Stein. Und jetzt können wir hier nämlich mal anfangen. Wartet mal, wir gehen mal eben hier rüber. Und ich möchte noch nicht genau erläutern, was ich gerade vorhabe. Aber ich gehe mal hier so hin. Position 2. Was mache ich? Position 2 und dann einfach nochmal Steine hier rüber machen. So. 2500 Blöcke erschaffen. Perfekt. So, dann gehen wir hier mal eben hoch. Also hier ist wieder Position 1. Und hier würde ich vorschlagen, ist hier Position 2. Dann gehen wir mal wieder auf die andere Seite. Das war gerade unnötig mit Position 2, denn die muss eh nur hier gemacht werden. So, dann wieder Set 1. Denn wir wollen hier gerade erstmal in aller Ruhe einen Kasten, sage ich mal, herstellen. Einen riesen Kasten, einen riesen Behälter aus Stein. Da wir natürlich eine dunkle Kammer brauchen. So, Position 2 machen wir dahin. Und die Position 1, man braucht immer solche Flächen, die muss man immer vorher markieren. Aber wissen wahrscheinlich eh die meisten von euch schon. Die mache ich dann hier hin. Und dann muss ich einfach wieder Set 1 machen, wegen 1 ist die ID von Stein. So. Und ja, da habe ich schon mal natürlich nicht eine ganz saubere Wand hier gemacht, aber die haut auf jeden Fall hin, ne? So, dann hier wieder Position 1. Upsala. In einem Wort. Immer alles in einem Wort hier bei World Edit machen. Dann hier auch noch den nächsten hin. So, wartet mal, der wird viel zu hoch sein. Also die Mauer hier, wie schätze ich mal. Ja, doch, nee, haut hin. Perfekt. So, und dann werde ich einfach hier unten auch nochmal schnell eine Mauer setzen. So. Set 1. Okay, das war falsch. Das war richtig falsch. Das war gerade, glaube ich, Position 1, die ich da gesetzt habe. Dann mache ich hier mal. Warte mal. Hier muss Position 1 hin. Und jetzt einfach Set 1. Jawohl. So, dann haben wir schon mal den Kasten hier. Ich möchte ja auch alles so schnell wie möglich hier gerade machen, damit das hier nicht Ewigkeiten dauert, deswegen nicht wundern. Wir können uns eigentlich erstmal hier offen lassen, denn wir brauchen nun als nächsten Schritt in der Mitte in etwa ein Loch. Und ich werde jetzt einfach mal schauen, so nach dem Augenmaß, wo denn in etwa die Mitte hier ist. Am besten ist es eigentlich, wenn ihr hier raus ein Quadrat macht. Ich denke mal, hier ist die Mitte. Dann könnt ihr hier auch schon frei bauen. Nämlich einfach mal hier so ein richtig schönes Quadrat reinbauen, so. Das ist auch überhaupt kein Aufwand. Natürlich, wenn man das im Singleplayer baut, das ist auch mein Tipp. Wenn ihr nicht so viele Steine farmen wollt, geht in irgendeinen hohen Berg rein und macht das da oben drin. Denn da ist ja die Umgebung eigentlich praktisch schon überall aus Stein. Und da kann man das auch wunderbar machen alles. So, ich mach das nochmal etwas, obwohl, das ist Quatsch. Das war schon, glaube ich, ganz gut. Und warum bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, euch das hier mal alles so ein wenig zu zeigen? Ganz einfach, ich habe mir gedacht, oh, es schneit. Und plötzlich schneit es. Ich mach mal Toggle Down voll. Ich habe mir gedacht, ich habe irgendwie mal Bock, etwas zu bauen.
Und da ich irgendwie aber auch nicht irgendwie, ja, ein Haus bauen wollte, also sowas ganz Klassisches, da habe ich mir gedacht, komm, zeige ich hier mal, was ich so früher in früheren Minecraft-Versionen gebaut habe, was so wirklich von der Priorität her auf der Bauliste bei mir ganz oben war. Und das war auf jeden Fall so eine Mobfalle. So, wie man weiß oder wie man auch ausmessen kann, fließt Lava, nee, Lava nicht, Wasser, 8 Blöcke weit, nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Den Wert muss man später kennen, weil man mit Wasser hier arbeiten möchte. So, Wasser sucht sich, kleiner Tipp, vielleicht ein kleiner Minecraft-Fact. Wenn man Minecraft-Wasser, sage ich mal, irgendwo hier hinstellen würde, dann wird das einfach nur verlaufen. So, wenn man aber ein Loch in der Gegend hat, dann läuft das direkt in das Loch. Ohne dass es halt überall zu den Seiten hinausläuft. So, perfekt. Auf jeden Fall müssen wir nun hier so ein wenig Wasserkanäle erstellen. Und ich mache das jetzt einfach mal hier ganz Nubi-Bubi-mäßig, wie es wahrscheinlich auch der Milchbubi machen würde. Einfach mal so. Wir müssen das Ganze auch auf verschiedenen Etagen hier machen. Umso größer unser Quadrat ist, umso weiter müssen später auch die ganzen, ja, Wasserkanäle hier sein. Also, es geht hier so ganz entspannt weiter. So. Und übrigens, na okay, die Geschichte erzähle ich euch gleich. Erstmal jetzt hier einmal eins. Warte mal, wir brauchen hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Das ist schon mal wunderbar. Dann gehen wir hier auf eine andere Höhe. Natürlich auch wieder 8 Blöcke weit. Das heißt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bis dahin können wir das schon mal so ausheben. So, und dann kann man hier auch wieder Wasser setzen. So, das reicht nämlich dann genau bis hier. Und sagt nicht, wir sind hier in einem Schneebiom. Nein, sind wir nicht. Es ist nicht gut, wenn das irgendwie zu Eis wird. So, und dann kann man hier auch das gleiche wieder machen. Mache ich jetzt aber mal nicht. Ich mache jetzt vielmehr hier mal als Notlösung so eine kleine Wand hin, damit da später Monster, denn es wird ja eine Mobfalle, nicht spawnen können und auch nicht langlaufen können. Mache ich das hier mal so hoch. Denn die sollen ja schon ins Wasserbecken reinlaufen. Das ist ja der Sinn der Sache. Und ich würde vorschlagen, ich mache das mal mit allen anderen drei Richtungen. Und ich kann jetzt einfach mal hier ganz entspannt... Hä? Ach, hier ist schon wieder... Warum wird das hier gerade zu eisig? Das ist nicht gut, aber egal. Das kann man später noch alles beheben. Solange das nicht irgendwie alles komplett alleine zufriert. Das wäre echt nicht gerade optimal. Egal. Also, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich würde vorschlagen, ich mache hier mal eben Zeitraffer rein. Wenn ich die drei Richtungen hier fertig habe mit solchen, ja, Wassergängen. Und wenn ich dann wieder da bin, dann erzähle ich euch auch eine kleine Geschichte, die hier gerade bei mir abgeht. Denn hier sind Handwerker im Haus. Und ja, mehr dazu erzähle ich euch nach dem Zeitraffer. Also Leute, bis gleich. Jawohl Leute, und da sind wir auch schon wieder und ihr seht, hier hat sich einiges getan, nämlich habe ich hier jetzt, wie ihr auch eben schon gesehen habt, sogar noch einen dritten Tunnel mit angebracht, so manuell mit einer kleinen Stufe, damit die Monster hier später reinspazieren können, denn das Prinzip basiert ja darauf, dass die Monster, wenn es hier gerade oder später halt dunkel wird, dass die hier reinlaufen oder reinfallen eher gesagt und dann halt hier runtergetrieben werden und so immer weiter hier entlang schwimmen, sodass sie irgendwann hier runterfallen und sterben, dann am Ende. Das ist ja das ganze Prinzip hier vorne. Und jetzt kommt ein nächster Schritt oder ein kleiner Tipp von mir. Gerade wenn ihr hier solche Erhöhungen habt und noch eine höhere Effizienz haben wollt, dann baut einfach hier auch nochmal so ein paar Gräben rein. Weil hier habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, solche Wassergräben zu machen. Hier zum Beispiel nicht. Wenn man das macht, dann würde hier, meine ich, irgendwie so ein blöder Wasserstrudel entstehen und damit
würde das Ganze da nicht mehr viel bringen. Deswegen könnt ihr hier auch, wenn ihr wollt, auch noch, sag ich mal, ganz einfach hier einfach auch noch ein paar Kanäle anfügen und die mit Wasser fluten. Kommt halt ganz drauf an, wie ihr gerade Lust drauf habt. Ich meine, wenn man das Ganze hier im Singleplayer baut, also ohne Creative, dann ja, ist das schon so eine Sache von einigen Tagen oder einigen Wochen, weil es dauert echt lange. Und das war damals auch mit eines meiner größten Minecraft-Projekte, die ich damals gemacht habe. Und jetzt habe ich irgendwas im Auge. Ah, aber es geht wieder. Okay, boah. Alter, was geht hier ab? So, also 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kann man hier wieder Wasser reinmachen und hat hier halt nochmal so einen Tunnel, wo die später reinfallen könnten. Huiuiui. Ja, das könnte man natürlich überall nochmal machen. Das mache ich auch einfach hier nochmal. Einfach nur, damit ich es habe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann hier auch nochmal das gleiche. Und einfach nochmal Wasser rein. Ich meine, viel Zeit kostet das ja nicht. Wir sind ja auch im Creative Mode. Und ja, dann würde ich mal meinen, können wir schon mit einem, das sind hier drei, ne? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann können wir auch noch mit einem anderen Schritt weitermachen. Nämlich müssen wir jetzt erstmal hier, und ja, die Geschichte, die kommt gleich noch, so spannend. Ja, ich glaube, das ist mehr so eine Tippgeschichte, so ein kleiner Tipp von mir steckt da drin. Währenddessen baue ich hier so einen kleinen Tunnel, obwohl ich ihn auch mit World Edit machen kann. Einfach damit es da drin später dunkler ist. Also Leute, eben gerade waren hier Handwerker, weil ich hier eine neue Internetleitung bekomme. Und die Internetleitung wird auf jeden Fall viel, viel besser sein. Darauf freue ich mich auch schon extrem, weil ich damit einfach mal viel besser streamen kann, in einer viel besseren Qualität und dadurch dann auch natürlich euch viel mehr liefern kann. Das wird auf jeden Fall mega, mega geil. Und ich freue mich sehr darauf. Und auf jeden Fall müssen die hier gerade überall... Achso, ich habe ja noch gar nicht Z1 gemacht. Haben die hier gerade überall Löcher in die Wände gebohrt für die Kabel. Und ich bin gerade froh, dass es gerade recht leise hier ist und ihr, dass ich hier halt ungestört aufnehmen kann. Ohne dass ihr immer so im Hintergrund so ein richtiges Brummen habt. Und nun ja, auf jeden Fall ist da mein Tipp. Eben gerade. Naja, was heißt eben gerade? So vor einer Stunde in etwa haben die hier bei meinem Zimmer durchgebohrt, ja, durch die Decke. Und wie man sich vorstellen kann, ist jetzt hier alles, also nicht mehr alles, aber schon noch einige Gegenstände, wie Lautsprecher und so, richtig bedeckt voller Staub, ja. Hier ist alles so richtig weiß. Ihr könnt euch das vorstellen wie in einer Bäckerei, wo mit Mehl oder bei einer Tischlerei, wo halt viel geschliffen wird oder so, wo einfach mal alles bedeckt ist mit irgendwelchen Spänen, mit Mehl oder womit auch immer, sagt man, macht mit Staub jetzt in dem Sinne. Und das ist echt extrem. Also ich kam hier rein, ich war da gar nicht dabei und es war einfach alles weiß. Und ich so, oh mein Gott, hoffentlich geht das Mikrofon noch, sagte Motte, weil ich decke das nicht immer irgendwie mit einer Folie oder so ab. Warum auch? Und deswegen mein Tipp an euch. Solltet ihr mal Handwerker bei euch im Haus haben, die auch irgendwie mal eine Internetleitung oder so verlegen oder irgendwas anderes und dabei halt bohren müssen, kleiner Tipp von mir, deckt die Sachen ab, stellt eure wichtigsten Sachen weg oder halt gut verstopfen können durch sowas, durch so einen Staub, weil, ja, wenn das erstmal so weit gekommen ist, ist das echt nervig und das möchte ich wirklich keinem empfehlen. Das sah echt schlimm aus und habe ich jetzt mittlerweile ein wenig wieder, ja, ein wenig besser auf jeden Fall wie alles gemacht. Also ein wenig hier Staub gewischt und so, aber es ist halt immer noch einiges ziemlich staubbedeckt. Und naja, ich freue mich auf jeden Fall darauf, dann mal wieder Livestreams zu machen, wenn die Leitung auch funktioniert. Also sie geht praktisch schon, aber die muss noch in ein paar Räume verlegt werden. Und da ich bald auch mit meinem Computer in einen anderen Raum, sage ich mal, gehe, werde ich auch dort Internet brauchen. Und da ist es leider noch nicht hinverlegt, da wird es gerade noch hinverlegt. Und das wird auf jeden Fall ziemlich geil. Und vielleicht mache ich dann auch mal eine Roomtour, mal schauen. Wenn ihr halt vielleicht auch Bock darauf hättet, weiß ich nicht. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben. So, der Turm hier, der ist auch... Also praktisch ist die Mobfalle schon bald fertig. Es ist halt echt das ganze Problem dabei, dass man halt im Singleplayer, sage ich mal, mit einer Spitzhacke, ohne Creative Mode, nur immer Ewigkeiten braucht, um sowas wie hier gerade zu machen. Da braucht man halt Bock drauf, Bock zu und... Ja, ich meine, wenn man seine Welten wenig verbessern möchte, baut man so eine Mobfalle. Es gibt natürlich auch noch viele andere... Auch noch bestimmt viele effektivere. Ich kenne auch noch ein paar. Aber das hier, ich wollte euch das einfach mal hier zeigen, weil ich einfach fand, ja, komm, ich zeig euch einfach mal etwas, was ich damals halt echt oft gebaut habe.
Naja, was heißt jetzt in dem Sinne hier oft? Das habe ich hier, so eine Mobfalle habe ich jetzt in zwei Welten, wenn ich mich recht entsinne, damals gebaut. Aber es waren halt immer solche Megaprojekte von mir und die wollte ich ja auf jeden Fall euch mal so präsentieren. Und vielleicht wollen ja auch die anderen oder die einen oder anderen das Ganze mal nachbauen und hier so ein wenig selber mal schauen, ob das effektiv bei denen ist. So, okay, wir haben das schon mal alles fertig. Es ist natürlich nicht alles so perfekt irgendwie. Ich meine, was soll man auch erwarten von so einem Video, von dem Video hier? Gerade, weil es soll ja echt nur so ein Speedkurs sein und so ein Speed Let's Show. So, jetzt kommt nämlich einfach nochmal hier in Position 1 hin und da drüben Position 2, dann stellen wir auf Hard, machen Nacht an, obwohl man das gar nicht bräuchte eigentlich und warten dann einfach mal darauf, dass die ersten Monster unten auch schon ankommen. So, Set, wir können auch eigentlich noch dunklere Steine verwenden. Warte mal, welche ID hatten nochmal Grundstein? Grundstein. Welche ID hatte das nochmal? Ich kann auch Obsidian nehmen. Nehme ich Obsidian. Set 49. Oh. Verdammt. Set 49. Jawoll. Oh oh. Also irgendwie, nee, das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Warte nochmal einmal Ando, weil die Deckenhöhe muss natürlich berücksichtigt werden. So, also einmal Position 1 und dann da drüben Position 2 und dann haut das auch hin. Nicht so wie gerade, da waren ja nur noch zwei Blöcke oder so frei. Es ist ja wie in einem Bergwerk gewesen. Set, was war das nochmal? 49, ne? Ja, 49. So, perfekt, Leute. Und jetzt kann man hier auch schon reingehen und gucken. Oh ja, das ist dunkel. Das ist verdammt dunkel. Ich stelle mal den Ton ein wenig lauter, dann hört man das besser alles. So, und jetzt es wird auch schon dunkel draußen. Time set night. Und jetzt gehe ich noch auf Hard. So, Leute. Und jetzt schauen wir einfach mal, was sich darin so tut. Was passiert hier so? Wir brauchen schön viele Monster. Da unten spawnen auf jeden Fall schon mal welche. Und logischerweise sterben die hier alle durch Fallschaden. Wir können uns hier schon mal so eine kleine Auffangplattform, sage ich mal, bauen. Man könnte auch optimalerweise einen Häcksler bauen, wo die dann in, sage ich mal, nicht in Lava, aber in Wasser reinfallen und dann durch so einen Lava-Häcksler getrieben werden, wodurch dann am Ende nur noch die Items übrig bleiben. Oder man macht es so wie hier mit so einer Plattform, wo dann die alle runterfallen und durch Fallschaden eh sterben. So, also wir gucken jetzt mal ganz vorsichtig. Oh, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Habe ich schon länger nicht mehr gemacht, das Ganze. Es ist verdammt dunkel hier drin. Ich kann ja mal eine Fackel aufstellen. Ich sehe hier einfach gar nichts. Wartet mal. Oh ja, da, Spinnenaugen. Oi, 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 Leute. Die Mobfalle könnte was werden. Die könnte... Also, die wird auf jeden Fall was. Oh Gott, jetzt habe ich mich hier aber verirrt. Wo ist der Ausgang? Hilfe. Ah, hier. Hier, okay. Gehen mal eben hier raus, denn ich glaube, wartet mal, wir machen das am besten und es tropft hier richtig durch. Oh, das sieht aber krank aus, das sieht richtig krank aus. So, wir bleiben mal hier schön in der Nähe, gehen mal hier hin und lauschen einfach mal. Also man hört natürlich das Wasser hier gerade, das da oben lang fließt. Wir können ja auch schon mal unten gucken. Das Problem bei der Sache ist, in Minecraft werden ja immer nur die Chunks geladen. Und ich meine, dass auch die Monster nur in einem bestimmten Radius vom Spieler entfernt spawnen. Wäre Quatsch, wenn ich hier stehe und da hinten Monster spawnen. Das würde ja nur auf die Performance gehen. Und wenn ich jetzt hier unten nämlich stehen würde, ich glaube, dann würde oben kein Monster mehr spawnen. Deswegen ist das Problem, dass man oben am besten stehen bleiben sollte. Und so diese, ja, die Mobfalle, das ist halt der... Oh, das ist halt der Nachteil dabei, dass man halt eigentlich in der Nähe sein müsste von dem Monsterbecken oben. So, ich fliege hier einfach mal überall lang. Da vorne ist Lava, ich kann ja auch mal ja, hier die Render Distance hochstellen. Ah, eine Spinne habe ich da schon mal gehört. Die habe ich ja eben gerade auch schon mal da drin gesehen. Da kommt das besser an mir mal aus. Oh, noch eine Spinne. Wir können ja mal eben hier reingucken. So, Hallöchen. Hallo.
Ah, okay, da ist eine Spinne. Aber sie bewegt sich nicht. Ich stell mal hier auf normal. Vielleicht sind die Spinnen dann dümmer. Hey, wo sind deine Freunde? Wo sind deine Freunde? Also das ist natürlich jetzt wieder der sogenannte Vorführeffekt, dass sie gerade einfach kein Schwein spawnt, außer eine mickrige Spinne. Aber ich glaube, es ist verständlich, wenn ich sage, hier müsste eigentlich noch viel mehr spawnen. Ich glaube, das liegt am Schnee. Ja, es kann sein, dass das am Schnee liegt, dass hier einfach niemand spawnt. Aber eigentlich sollte das hier klappen, weil... Ah, ich habe eine Idee. Time set day, denn nun ist es so, da unten ist es natürlich hell, aber wenn man mal überlegt, dann ist es da oben natürlich dunkel und hier draußen spawnt einfach niemand, denn natürlich normale Schweine und so, aber wenn Monster suchen sich immer am Tag natürlich die dunklen Stellen, wo man in der Nähe ist und das ist natürlich hier und jetzt kann man, aha, guck, was ich halt gesagt habe. Jetzt spawnen ja auch vernünftig Monster. Man muss hier einfach mal einmal nur so im Kreis langfliegen, da hinten, ich habe das ja im Zeitraffer gesehen, da hinten ist der alte Versuch in dem Schneebiom. Weil ich nur mal umverlagert. Oh, hallo Creeper, guck hier. Jetzt spawnen da auch alle. Hey! Boof. Guck, der Fallschaden, der haut schon gut rein. Und jetzt schauen wir nochmal, wartet mal. Jetzt machen wir hier mal etwas dunkler. Wir können ja auch einfach mal aus Spaß hier einfach komplett dunkel machen. So. Von wo kommt jetzt noch hier gerade Licht? Eigentlich müsste das alles komplett dunkel hier sein. Ach, hier kommt irgendwie Licht durch. Naja. Hallo? Okay, da hinten wir unsere altbekannte Spinne. Aber hier war doch vorhin noch... Ah, ein Creeper. Sonst helfe ich nämlich mal nach. Ah, guck, hier. Der Creeper, der ist da schön reingefallen. Und kann sich dagegen nicht wehren. So, wartet. Und fällt dann logischerweise hier hinunter. So, Achtung. Wir fallen mit ihm mal runter. So, und zack, tot. Und wir haben Gunpowder aufgesammelt. So klappt die ganze, oder so funktioniert halt die ganze Mobfalle. Und wenn man hier dann eine Stunde steht oder so, einfach mal AFK ist, ein Kuchen essen geht oder so, dann kann man halt wirklich schon eigentlich ganz gut hier Items farmen. Oh, wer ist denn da hinten? Das ist, glaube ich, nur Wasser gewesen. Hier ist auch irgendwo ein Zombie, also es klappt auf jeden Fall. Ja Leute, wenn ihr mehr von so einer, von anderen Bauwerken von mir sehen wollt, dann schreibt mir das auch gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall dann auch eine Bewertung da. Ansonsten mache ich halt stinknormal weiter wieder mit PvP-Videos und baue halt recht wenig. Aber ich dachte mir, komm, ich zeige halt auch recht wenig auf meinem Kanal von meiner Bauseite, sage ich mal. Oder von dem halt auch, was ich früher so gebaut habe. Und das wollte ich euch ganz gerne mal zeigen. Habe ich jetzt gemacht. Ihr könnt entscheiden, ob ihr mehr davon sehen wollt oder nicht. Ich bin ja immer so ein Typ, der probiert gerne viel aus. Weil man nur so über den Weg, finde ich, auch rausfinden kann, was gut ankommt. Und ja, dann sage ich an der Stelle, das wär's. Haut rein und tschö mit Ö.